Mein Name ist Thor Alexander und in meinen Videos geht es um Auswandern, um Geld und um Finanzen. Und das Thema für das heutige Video ist ein Titel eines Buches, welches ich in 2020 veröffentlichen wollte, aber aufgrund des gruseligen Inhaltes habe ich davon abgesehen. So, und der Titel 321, Dein Geld ist meins. Mit diesem Titel wollte ich den Angriff auf dein Vermögen ausdrücken. Denn es gibt in der Bundesrepublik Deutschland seit den letzten 10 Jahren gibt es eine ganze Reihe von Änderungen verschiedenster Gesetze. Da möchte ich einige Gesetze jetzt aufzählen, die einen Angriff auf dein Vermögen von staatlicher Seite legalisieren und untermauern, ohne dass du jetzt zu den Gerichten gehen kannst und was dagegen tun kannst. Als erstes zu nennen ist das Lastenausgleichsgesetz, was 1952/53 verabschiedet wurde und in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz führte Zwangshypotheken für Immobilienbesitzer ein in den Süd- und Westzonen. Mein Großvater beispielsweise hatte sein Haus in Breslau logischerweise zurücklassen müssen, als er flüchtete. Und er bekam dann auf Basis dieses Gesetzes eine Entschädigung. Dieses Gesetz wurde 2017 das letzte Mal im Bundestag gelesen. Es ist auch im Internet einsehbar. Allerdings die Paragraphen, die die Höhe und die entsprechende Abwicklung der Zwangshypotheken regelten, sind aktuell nicht einsehbar. Aber jemand mit ein bisschen Fantasie kann sich sicherlich vorstellen, dass man das schnell wieder aktivieren kann. Das zweite Gesetz, etwas sperrig, ist das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Und dieses Gesetz macht Sparer bei Bankenpleiten automatisch zum Aktionär einer Bank. Das heißt, die Aktionäre einer Bank, deren Aktienwert wird zwangsweise auf Null gesetzt und du als Sparer bekommst nicht Geld aus dem Einlagensicherungsfonds. Nein, du wirst jetzt Aktionär einer Bank, die pleite ist. Das dritte Gesetz, das ist 2014 zur Fußball-WM, als die Leute zum Public Viewing waren, verändert worden. 2016 traten dann die Änderungen in Kraft. Und das nennt sich das Versicherungsaufsichtsgesetz. Relevant sind die beiden Paragraphen 314 und 316. Die verlinke ich auch unter dem Video. Könnt ihr euch direkt beim Bund einsehen. Der Paragraph 316 regelt den Konkurs von Versicherungen, aber nicht nur von Lebensversicherungen, sondern von allen Versicherungen mit Kapitalstock. Der erste Absatz beginnt mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, erlöschen Ansprüche aus. Erstens Lebens- und Rentenversicherung, geht dann weiter mit Unfallversicherung, mit Beitragsrückgewähr, Pflegeversicherung, Krankenversicherung und so weiter. Und ich möchte wiederholen, mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens, nicht im Rahmen und auch nicht am Ende. Das vierte Gesetz mit Ungemach ist das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz. Ein super toller Name. Und da drinne wird beispielsweise die Wegzugsbesteuerung geregelt. Das heißt, wenn du aus Deutschland wegziehst, auch in ein anderes EU-Land oder nach außerhalb der EU, dann sind da ganz nette Sachen versteckt, die dich zu einer außerordentlichen Steuerzahlung gerne zwingen. Dann gibt es noch als fünftes Gesetz, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, das Finanzaufsichtsergänzungsgesetz. Dann gibt es das Geldwäschegesetz, die vierte EU-Geldwäscherichtlinie, wo auch nichts Positives drin steht. Dann gibt es Basel 1, 2, 3, das sind Auflagen, die über die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die sitzt in Basel, ausgerollt werden über Zentralbanken und dann an die lokalen oder nationalen Banken. Und da gibt es auch eine ständige Verschlechterung beispielsweise von Auflagen zur Geldwäsche, zur Kreditvergabe, zu diesen und zu jenen. Dann darf man natürlich dieses Vorschlagspapier des IWFs nicht vergessen, in dem eine einmalige Vermögensabgabe zur Einführung von Zwangsabgaben über Nacht diskutiert und auch vorgeschlagen werden. Dann gibt es noch das Transparenzregister, es gibt das Schließfachregister. Und ja, Bargeld wird auch abgeschafft werden. Dafür gibt es natürlich auch Empfehlungspapiere des IWF für Banken zur Erschwerung der Bargeldnutzung. Und der eine oder andere hat es ja sicherlich schon gesehen. Es gibt da nur kleine Scheine am Geldautomaten. Ein- und Auszahlung von Münzgeld wird bepreist. Es gibt dann auch diverse Verzögerungen, wenn man Summen am Schalter abheben will. Da muss man das anmelden und dies und jenes. Es gibt übrigens auch ein Papier des IWF zur Negativbezinsung von Bargeld. Es gibt die nette Anti-Cash-Alliance, wo natürlich auch einer der üblichen Verdächtigen auch mit an Bord ist. Ich sage nur, der liebe Bill mischt da natürlich auch mit, aber logischerweise auch die großen Kreditkartengesellschaften, Visa, Mastercard und so weiter. Das war's zum Thema 321, dein Geld ist meins.
Wenn du noch Anmerkungen hast oder Fragen, stell die unter dem Video oder komm in meine Telegram-Gruppe und diskutiere dort mit uns. Mein Name ist Thor Alexander. Ich berate Auswanderungswillige rund um das Thema Geld und Finanzen. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.